Ja, wir sind am Aufnehmen. Wunderbar. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Kompetenzzentrum Digitale Teilhabe für alle in der Stiftung Pfennigparade. Wir sind ein Schwerpunktzentrum für den Mensch mit Körperbehinderung und haben in diesem gesamten Konstrukt der Arbeitswelt einen Bereich, der sich sehr intensiv mit dem Thema digitale Teilhabe und digitale Barrierefreiheit beschäftigt. Wir hatten gestern schon einen wunderbaren Tag, wo wir mit Microsoft Accessible EU und ERP DACH das Thema aufgegriffen haben, um das Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz aus dem European Accessibility Act etwas näher zu beleuchten. Heute tatsächlich wieder ein paar Flugstunden tiefer angelegt, heute sehr praxisnah, sehr praktische Informationen. Ich freue mich, dass wir die beteiligten Organisationen heute hier bei uns begrüßen dürfen. Und freue mich dann schon aufs Grußwort tatsächlich von Accessible EU und wünsche allen, die heute teilnehmen, viel Spaß und viel Erfolg. Und bitte nehmt etwas mit von der Session heute. Dankeschön. Ja, kommst du hierher? Dann ist auch dein Mikro hier. Ja. Guten Morgen an alle. Ich stelle euch das Europäische Zentrum für Barrierefreiheit, Accessible EU vor. Und es handelt sich um eine Leitinitiative der Europäischen Kommission im Rahmen der European Accessibility Act, wo wir, wie Michael gesagt hat, gestern sehr schöne Vorträge über Erfahrungen von Firmen, auch die Vorbereitungen, die sie treffen, um das Gesetz umzusetzen oder Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesetzes beitragen. Hier in Deutschland wird Accessible EU durch drei Personen vertreten. Das ist mich, Yahya Mohammed vom Fraunhofer Institut für Informationstechnologie in St. Augustin. Gregor Strutz, seine eigene Firma Ink Design aus Berlin und Professor Gottfried Zimmermann von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Okay, so was ist Accessible EU? Wie gesagt, das ist eine Leitinitiative der Europäischen Kommission für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in ihrem Programm 2021 bis 2030. Und das Accessible EU Zentrum für Barrierefreiheit strebt an, Ressourcen als auch Kurse, Networking und so weiter in allen möglichen Bereichen aufzubauen, also von Bau, Verkehr, Information, Kommunikationstechnologie und Policies anzubieten. Mit dem Ziel, wie gesagt, die Einführung von nicht Gleichstellung, sondern Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und European Accessibility Act zu begleiten, um die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu gewährleisten. So, wer steht hinter Accessible EU? Außer, wie gesagt, wir sind an sich nationale Experten, die so wie Botschafter für dieses Zentrum agieren, also wir die drei genannten vorhin. Aber das Projekt an sich wird von anderen auf europäischer Ebene durchgeführt. Und das ist einmal Fondation ONCE, das ist die Konzeptionsleitung von dem Projekt oder der Leitinitiative, mit sehr vielen potenten Partnern aus Europa, zum Beispiel die Johannes Kepler Universität Linz, die sehr, sehr viel seit Jahrzehnten in dem Bereich Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen ergreifen und durchführen. Aber die anderen sind auch an dem Gelingen des Projektes mit beteiligt. Wie gesagt, so nationale Experten habe ich bereits erzählt, dass es in jedem Land gibt es mindestens einen, je nach Größe des Landes. In Deutschland gibt es halt drei, in Frankreich zwei. Wie gesagt, je nach Größe der Bevölkerungszahlen eines Landes wurden Botschafter ernannt und das sind drei in Deutschland, die ich am Anfang genannt habe.
Und was tut Accessible EU? Accessible EU, wie ich schon erwähnt habe, will Unterstützung leisten bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union zur Barrierefreiheit, besonders das European Accessibility Act. Arbeitet schon seit dem letzten Jahr sehr stark daran, um Aufbau von Kapazitäten für Barrierefreiheit in den EU-Ländern und vor allem auch zentral in Europa, um Synergien zu erzeugen, damit europäische Länder bei der Umsetzung des Gesetzes voneinander lernen. Also das ist einer der Hauptziele auch von dem Projekt. Und auch die zuständigen Akteure zu verbinden, also Networking zu betreiben. Und das ist genau das, was wir gestern und heute im Prinzip hauptsächlich gestern gemacht haben. Heute ist es eher Richtung Ausbildung. Hier klären wir auch heute über, wie macht man Barrierefreiheit. Also das wäre gehört zu dem Block Ausbildung. Aber das ist nur Einführung. Aber wie gesagt, also Accessible EU bietet auch Silberkurse an. Also letztes Jahr haben sie einen MOOC, das über 2 Monate gelaufen ist, angeboten. Und dieses Jahr wird es mit Sicherheit weitere Kurse geben. Und da wird auch eine Studie jedes Jahr zu einem gewählten Thema durchgeführt und auch die Ergebnisse veröffentlicht europaweit in verschiedenen europäischen Sprachen. Und hier der Aufruf an Sie alle, sich zu beteiligen. Sie können über die Social Media Kanäle als auch über die Praxisgemeinschaft sich beteiligen. Hier ist die URL, die Webadresse vom Accessible EU Zentrum, als auch die E-Mail-Adresse. Wenn Sie Fragen haben, speziell können Sie dort auch eine E-Mail schicken. Wer ist eingeladen? Im Prinzip alle betroffenen Menschen, ihre Angehörigen, jeder ist eingeladen. Firmen, Behörden, die zum Beispiel Beschaffung zuständig sind. Universitäten, Ausbildungseinrichtungen, jeder, der in der Gesellschaft aktive Rolle hat, sich für das Thema interessiert, ist eingeladen, sich daran zu beteiligen, das Projekt und überhaupt das European Accessibility Act zum Erfolg zu helfen. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Danke, ja. Ich mache jetzt etwas außerplanmäßiges. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Folie, wo ihr eure Teilnahmebestätigung erhalten könnt. Und wir bitten sehr darum, dass ihr das auch ausnutzt. Der Hintergrund ist der, dass eben Accessible EU, was wir ja gerade vorgestellt bekommen haben, uns finanziell sehr fördert, diese Veranstaltungen auch gestern durch die Finanzierung von Gebärdensprach- und Schriftdolmetschung. Und gestern auch sogar für Mittagessen und Kaffee, Catering. Und die leben eben davon, dass dann auch bestätigt wird, da sind Leute dabei gewesen. Und das muss dann zur EU-Kommission berichtet werden. Wir sind insgesamt sehr dankbar, dass wir hier so gemeinsam unterwegs sein können. IAAP Dach ist auch natürlich mit von der Partie. Das sollte ich jetzt kurz vorstellen. Ich mache das ganz kurz. IAAP Dach ist der deutschsprachige Berufsverband der Barrierefreiheitsexpertinnen und Experten. Und wir sind sozusagen die eine zentrale Anlaufstelle, wenn es um digitale Barrierefreiheit geht und haben ganz viel Vernetzungen mit anderen Einheiten und Organisationen. Und das ist überhaupt richtig toll, dass wir da so zusammenarbeiten mit der Pfennigparade zum Beispiel, die heute jetzt uns hier ihr Haus und Raum zur Verfügung stellt, um dieses Webinar durchzuführen. Michael hat es ja gerade vorgestellt. Und wir sind auch dankbar für DevInterpret, die uns hier Schrift- und Textdolmetschung machen. Entschuldigung, Schrift- und Gebärdendolmetschung. Und ich finde es ganz toll, dass wir hier auch miteinander unterwegs sind. Das ist auch nicht geplant, aber wir haben hier Melanie dabei, die als blinde Person Schriftdolmetschung für uns macht, zusammen mit Daniela. Ganz toll, dass wir hier einfach zusammen was machen können.
Ja, so viel zu IAP Dach. Übrigens, wir duzen uns bei IAP Dach, deswegen, ihr dürft mich auch gern einfach Gottfried nennen.